An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zu einem ganz besonderen Video zwecks der La Liga SBC. Viele von euch wissen ja, dass immer wieder mal aller Monate, ja, immer eigentlich am ersten Freitag des Monats kommt meist eine neue Liga SBC raus, beziehungsweise zwei. Und wir wollen uns heute mit der La Liga beschäftigen. Ich möchte euch einfach zeigen, wie sieht's denn aus, in was für Spieler kann man am besten investieren. Davon soll es insgesamt zwei Teile geben. Ich hoffe, das passt soweit, denn ich weiß nicht, ob diesen Freitag schon die La Liga SBC rauskommt. Aber ich möchte euch eins sagen, wir gehen erstmal direkt rein. Das Wichtigste an der ganzen Sache ist, versucht so zeitig wie möglich zu investieren. Denn es gibt Mannschaften, die extrem teuer werden könnten. Unter anderem natürlich die drei Top-Mannschaften, Atletico, Barça und Real. Um die kümmern wir uns heute und gucken uns einfach mal an, wie kann man denn das Team bauen. Wir gucken uns direkt die Sache, ganze Sache an. Wir gehen rein, Dream Squads, Atletico. Ich habe mich natürlich dahingehend alles, dahingehend bemessen, was kam denn letztes Jahr dran. Ja, letztes Jahr musste man 11 Atletico-Spieler abgeben in einer Gesamtbewertung von 85 in der Aufstellung 4-4-2. Nicht wundern, warum bei manchen Karten hier Push-Karten drauf sind. Die nutze ich natürlich für die Tech-AVR-Trading-Methode. Aber wir bekommen ein 85er-Rating hier raus, indem wir benutzen Oblak, Juan Fran in Form, Savic, Jimenez, Felipe Luis, wir haben Vitolo, Koke, Gaitan, Carrasco, Gamero und Diego Costa. Dazu muss natürlich gesagt werden, man braucht eine 95er Chemie. Bei den sehr, sehr guten Teams, bei den sehr, sehr teuren Teams, würde ich euch einfach raten, nicht wirklich auf die Chemie zu achten, einfach den Loyalitätsglitch anzuwenden, weil damit fahrt ihr meistens noch ein Stück weit günstiger, ja. Hier seht ihr es, wir haben 99 Chemie, das liegt glaube ich auch daran, dass wir sehr, sehr viele Erstbesitzer haben. Wir müssen uns noch einkaufen, Gamero, Juan Fran habe ich noch auf der Trading-Liste. Ich habe mir halt überlegt, wie sieht es denn aus, können wir irgendwie versuchen, Godin oder Oblak aus diesem Team rauszunehmen und kommen vielleicht noch ein Stück weit günstiger. Und ja, das funktioniert, indem ihr einfach Juan Fran in Form kauft. Der kostet 31.000 Münzen, Godin kostet mittlerweile 45.000 Münzen. Das bedeutet, ihr spart definitiv hier an Sachen oder an Coins. Weil wenn man davon ausgeht, wir stellen jetzt hier Rechtsverteidiger, ist dann sozusagen Juan Fran, hätte man trotzdem eine 85er Rating. Man könnte das natürlich dann ändern, indem man sagt, okay, wir stellen jetzt Gaitan raus und nehmen Saul rein. Wir können Moya rausnehmen und stellen meinetwegen hier wir können Gamero rausnehmen und stellen Moya rein. Da spart man zwar an Münzen, aber nicht so wirklich, ja. Koke kann man rausnehmen und Torres reinstellen. Also ihr seht schon, da ist auf jeden Fall einiges machbar, aber meiner Meinung nach fahrt ihr, wenn ihr wirklich mit Juan Fran in Form geht, viel, viel besser und ihr spart, denke ich mal, ein Stück weit mehr Coins, als ihr, zum Beispiel jemand anderen nimmt, zum Beispiel Godin. Ja, das ist so meine Devise, das habe ich so irgendwie rausgefunden, ob das Ganze jetzt funktioniert oder nicht. Ihr könnt mir gerne natürlich in die Kommentare ballern, was ist denn eure günstigste Lösung, was habt ihr denn so hinbekommen, was ist auf jeden Fall bei euch in der ganzen Sache die beste Variante eurer Meinung nach, ja. Gebt auf jeden Fall, wenn euch das Video gefällt, einen Daumen nach oben, wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt, sowieso. Und jetzt machen wir mal weiter mit Barcelona. Auch hier brauchte man letztes Jahr ein 85er Rating in der 4-3-3 Aufstellung. Hier haben wir es so gemacht, dass wir versucht haben, so wenig 87er einzubauen wie möglich. Das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Ja, mit Piqué und Iniesta haben wir hier zwei 87er. Mit Busquets haben wir einen 86er. Alba und Ter Stegen zwei 85er. Der Rest sind 83er und 82er. Natürlich gibt es andere Spieler wie Rakitic, wie Coutinho, wo man natürlich noch ein bisschen umbauen kann, umstrukturieren kann. Aber ich denke, mit dieser Variante kommt man am günstigsten. Wenn es jetzt aber diesen Freitag keine La Liga SBC gibt, es werden die Upgrades rauskommen und damit weiß man vielleicht auch, dass vielleicht in irgendeiner Art und Weise ein Spieler von Barcelona, von den anderen Mannschaften vielleicht ein Upgrade bekommt. Dadurch fallen diese Karten, also sozusagen die, die das schlechtere Rating haben, am Anfang extrem krank. Da könnt ihr auf jeden Fall versuchen einzukaufen, die Spieler zu snipen, aber es kann natürlich auch sein, dass dann andere Varianten entstehen, dass zum Beispiel Busquets ein 87er Rating bekommt und man sozusagen dann mit Coutinho gehen könnte, ja, statt Busquets, ja, dass man einfach sagt, okay, wir gehen dann einfach so hier rein und haben dann trotzdem unser 85er Rating. Also es gibt mehrere Varianten, wie gesagt, achtet wirklich nicht auf Chemie, benutzt den Chemistry-Style-Glitch, No Chemistry-Glitch, Loyalitätsbonus-Glitch und damit fahrt ihr, denke ich mal, am besten. Das ist meine Variante, schreibt mir gerne eure Variante auf. Natürlich, wer jetzt billiger ist, Iniesta oder Rakitic, stellt natürlich den billigsten 87er hier ins Mittelfeld rein.
Und dann denke ich mal, seid ihr auf einem guten Weg. Wir machen weiter mit der teuersten Challenge, die es wahrscheinlich jemals geben wird. Zwecks der Ligen-SBCs, und zwar Real Madrid. Da hatte man die Aufstellung 4-3-3. Meinetwegen auch 4-3-3-4, völlig irrelevant, aber eine 4-3-3-Aufstellung mit einem Team-Rating von 86. Ihr seht, wir haben gerade eine Bewertung von 85. Ja, wir brauchen aber ein 86er-Rated-Team. Und da ist es halt relativ schwierig zu sagen, was machen wir denn? Weil das Problem an der ganzen Sache ist einfach, dass ich versucht habe, in irgendeiner Art und Weise Modric und Kroos nicht zusammen einzubauen. Sozusagen, dass man dann halt nur mit beiden Spielern geht oder mit einem dieser beiden Spieler geht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man die ganze Situation hin, dass es ein 86er Rating wird. Es kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, komm, 85er Rating reicht. Dann ist es natürlich klar, dass man das Easy Try hinbekommt. Ja, mit einem 85er Rating ist da klar, dass man da Modric und Kroos nicht beide braucht. Aber hier seht ihr es, wir haben zwar ein 86er Rating, aber das Problem an der ganzen Sache ist halt einfach zu hoffen, dass in irgendeiner Art und Weise Upgrades rauskommen, wie zum Beispiel für Kovacic, meinetwegen für Vasquez, meinetwegen für Casemiro, dass man nicht mit der teuren Variante über Modric gehen muss. Modric kostet 55.000, ja, und Kroos kostet mittlerweile über 75.000, und das sind schon ganz schön harte Summen. Dazu muss man halt noch einberechnen, man hat Marcelo, man hat Varane, Navas, man hat Isco, Benzema, Casemiro und so weiter und so fort. Da ist die ganze Sache natürlich ein Stück weit schwieriger, das alles so hinzubekommen, dass es wirklich funktioniert. Man kann natürlich versuchen, jetzt zum Beispiel hier Isco rauszunehmen und hier Asensio einzubauen. Da hätte man trotzdem sein 86er Rating, aber es ist halt nicht einfach. Ja, es ist halt definitiv nicht einfach. Ihr könnt mir sehr gerne helfen, indem ihr eure Lösungen zum Beispiel einfach mal unten in die Kommentare klatscht, dass man das irgendwie hinbekommt, dass wir Modric und Kroos nicht zusammen einbauen. Ja, dass wir hier ein paar Münzen sparen. Ob das funktioniert, ich bin mir unsicher. Ich saß sehr, sehr lange an dieser Challenge, aber es nützt ja alles nichts. Ja, wenn wir die abgeben müssen, dann kann ich euch sagen, investiert jetzt schon mal. Zum Beispiel Marcelo kostet jetzt mittlerweile 35.000 Münzen. Den haben wir zum Lunar New Year Event für 27.250 bekommen. Wir haben zum Beispiel Benzema und auch Isco schon überteuert verkauft über die Tech AVR Trading Methode. Die haben wir auch für 17.000 jeweils bekommen. Die haben wir dann für 32.000 Münzen verkauft. Das ist halt schon echt nicht schlecht. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie sieht es bei euch aus. Ich meine, Navas, 7.900, da ist jetzt mittlerweile 12-13.000 wert. Ja. Also ihr seht schon, man hat damit definitiv ein Stück weit gespart. Jetzt gehen wir zu zwei Mannschaften über, wo ich sage, die könnten auch sehr, sehr teuer werden. Liegt einfach daran, dass es wenige Goldspieler gibt, viele Silberspieler, viele Bronzespieler, und es bei manchen Situationen, bei manchen Positionen auch hakt, weil es da nur einen einzigen Spieler gibt. Deswegen, wir gehen mal rein. Girona, ja, ich schätze, dass das Ganze in der 4-2-3-1 Aufstellung kommt, beziehungsweise in einer Aufstellung ohne Flügelspieler. Liegt einfach daran, dass sie keinen rechten Mittelfeldspieler haben. Deswegen an euch die Auskunft, die ich euch geben möchte, oder die Message, die ich euch mitgeben möchte. Guckt nach billigen ZMs, ZOMs und zum Beispiel ZDMs. Versucht, jeden einzelnen Goldspieler zu kaufen. Ihr seht es schon, wir haben hier eine 96er Chemie. Ihr könnt natürlich auch umwandeln, zum Beispiel den Stürmer in den MS. Damit kommt ihr auf locker 100 Chemie. Des Weiteren, versucht, keinen Rechtsverteidiger zu kaufen, weil Rechtsverteidiger gibt es bei dieser Mannschaft nur einen einzigen, und das ist Maffeo, und der kostet mittlerweile auch schon ordentlich Coins. Geht da über den dritten Innenverteidiger diesen Weg, und dann läuft, denke ich mal, der Hase. Ihr habt natürlich auch hier noch die Möglichkeit, hier einen Goldtorhüter reinzusetzen, falls ihr auf einen 75er Rating kommen müsst zum Beispiel. Das wäre eine gute Möglichkeit. Ich habe hier noch einen LM, den habe ich als Erstbesitzer. LV gibt es insgesamt 3 Stück bei dieser Mannschaft. Auch über diese Rolle kann man natürlich gehen, aber ihr seht, auch hier sind die Linksverteidiger und Rechtsverteidiger extrem teuer. Ja? Wenn man Benitez einfach mal anguckt, wie viel der junge Herr jetzt gerade auf dem Transfermarkt kostet, sieht man, dass das auf jeden Fall der günstigste ist, die günstigste Variante, und deswegen würde ich mich dahingehend definitiv schon mal eindecken. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Wir machen weiter mit Getafe, und das ist dann auch die letzte Mannschaft. Auch Getafe hat sehr, sehr wenige Goldspieler. Insgesamt sind es 1, 2, 3, 4, 5 und mit Remy 6. Remy dagegen, muss man aber sagen, diese Goldkarte kostet mehr als zurzeit die Silberstürmer. Ja, deswegen kann man da sehr gerne auch mal mit den Silberstürmern gehen. Des Weiteren gibt es 2 Rechtsverteidiger, aber ich würde hier den Weg gehen,
mit dem linken Mittelfeldspieler im rechten Mittelfeld. Und auch hier gibt es nur einen einzigen Rechtsverteidiger. Und deswegen würde ich auch hier mit dem Linksverteidiger auf der Rechtsverteidigerposition gehen. Ihr kommt trotzdem auf Full Camp. Ist es ja meistens so, dass bei den Ligen-SBCs, wenn man eine Mannschaft abgeben muss, ja, dass man zwei Positionen verändern kann, um trotzdem auf die 95er Chemie zu kommen. Und ich denke, mit diesem Weg kriegt ihr das sehr, sehr gut hin. Also guckt auf jeden Fall nach einem Torhüter. Da gibt es keinen Goldtorhüter. Guckt nach einem Innenverteidiger ZDM und nach den Stürmern. Kauft die so zeitig wie möglich ein, um dahingehend zu sparen. Denn man weiß genau, La Liga SBC, es wird gemunkelt, dass es Bale wird. Mit einem 91er Rating, vielleicht auch 92er Rating. Ich weiß nicht, was ihr macht. Und diese Bale-Karte, die will fast jeder haben. Und dadurch werden natürlich die Preise dieser Spieler extrem teuer werden. Wenn am Freitag nicht die Liga SBC rausgekommen ist, wird es am Samstagmorgen oder am Samstagnachmittag noch eine zweite Folge dahingehend geben, wo ich euch noch die anderen Mannschaften zeige, die ich fertig gebaut habe, wo ich denke, die könnten was kosten, beziehungsweise euch allgemein führen, vielleicht die Vorangehensweise zeige, vielleicht auch die Lösung zeige, wie sie auftreten könnte. Und ich denke mal, damit soll es das Ganze auch gewesen sein. Ich denke, die wichtigsten Mannschaften sind wir hier mit durchgegangen. Falls ihr eine andere Mannschaft noch findet, die vielleicht auch sehr, sehr teuer werden kann, schreibt es gerne unten rein. Zum Beispiel gibt es Levante, da gibt es nur Silber-Innenverteidiger. Da müssen wir natürlich in der zweiten Episode eine Lösung finden, wie wir ganz wenig davon einbauen. Kriegt mal hin, bin ich mir relativ sicher. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr kostenlos abonnieren würdet. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bin raus. Immer smart und sexy bleiben. Euer Chris und...